meine Damen und Herren, wir steuern also in der Tat dem Ende entgegen und nur ich stehe noch zwischen Ihnen und dem wohlverdienten Ausklang des Seminars. Also wollen wir, vielleicht nicht glanzvoll, aber doch würdevoll enden mit der Inflationskultur. Es ist ein Thema, das vernachlässigt ist von Ökonomen. In der Tat muss man sich fragen, warum Ökonomen besonders qualifiziert sein sollten, sich zum Thema Kultur zu äußern. Aber in der Tat habe ich mich auf dieses Glatteis bewegt in zwei Kapiteln, die ich in den letzten beiden Büchern veröffentlicht hatte, in der Ethik der Geldproduktion, ein Kapitel, Kapitel 13, und in dem Buch Krise der Inflationskultur, Kapitel 10. Weil es mir schien doch wichtig zu sein, hervorzuheben, dass der monetäre Interventionismus Auswirkungen hat, nicht nur auf das, was wir im engeren Sinne als Wirtschaft ansehen, also das Zusammenspiel der verschiedenen Marktteilnehmer, der Zusammenhang der Produktionsstruktur, intertemporales Gleichgewicht und solche Sachen, sondern auch Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir unser Leben außerhalb der Aktivitäten führen, die gemeinhin dem Broterwerb gewidmet sind. Und das ist also das Thema Inflationskultur. Und Ökonomen können in der Tat, wie ich hoffe, gezeigt zu haben, etwas nicht ganz Unsinniges dazu beitragen, weil wir das Ganze aus komparativer, aus vergleichender Sicht halt eben herangehen. Das heißt, wir können vergleichen, analysieren, welche Auswirkungen staatliche Eingriffe auf unser Verhalten haben, auch außerhalb des im engeren Sinne wirtschaftlichen Kontexts. Also beginnen wir mit ein paar kurzen Definitionen. Und das ist wirklich jetzt nur so reine Arbeitsdefinition. Also unter Kultur verstehe ich die Gesamtheit der Arten und Weisen, wie wir unser Leben führen. Die Arten und Weisen, wie wir unser Leben führen. Wir können uns auf ganz verschiedene Arten und Weisen kleiden beispielsweise und dann sind wir ziemlich gleicherweise vor Kälte und vor Sonnenschein und so weiter geschützt. Es reicht einfach mal eine Reise nach Südeuropa zu machen oder sogar nach Afrika oder vielleicht nach Asien und wir werden ohne Zweifel feststellen, dass die Leute sich dort anders kleiden können und sind in technischer Hinsicht eigentlich genauso gut gekleidet wie wir. Wir können unsere Konflikte aus verschiedener Art und Weise austragen, wir können auf verschiedene Art und Weise kommunizieren, wir können uns auf verschiedene Art und Weisen fortbewegen. All diese Sachen, die man letzten Endes die eine gemeinsame Grundlage bilden, Transport, Nahrung, Konfliktregelung, Recht und solche Sachen, haben also diese abstrakte Sache in gemein, sodass wir also in der Tat auch kommunizieren können, aber die Arten und Weisen, wie sie halt eben praktiziert werden, sind ganz verschieden. Nun, die Kultur hängt halt von einer großen Anzahl von Faktoren ab, insbesondere klimatischen Bedingungen, aber auch geschichtlicher Entwicklung, nicht? Also das, was die Ökonomen den Entwicklungspfad nennen oder die Pfadabhängigkeit, spielt ja eine große Rolle. Denken Sie zum Beispiel an die Art und Weise, an Literatur, nicht? Also Literatur im 20. Jahrhundert ist nicht, hätte sich ganz anders entwickelt ohne Dostojewski oder vielleicht ohne James Joyce, nicht? Also Individuen können durch ihren Beitrag auch den weiteren Verlauf der Entwicklung prägen und glücklicherweise so. Aber ein Faktor, der hier auch zum Tragen kommt, sind eben staatliche Interventionen. Und aus diesem Grunde und nur aus diesem Grunde haben Ökonomen etwas über Kultur zu sagen, was vielleicht nicht ganz wertlos ist. Mein Thema ist also die Inflationskultur. Das heißt, die kulturellen Auswirkungen jener Praktiken des monetären Interventionismus, die halt zu Inflation führen. Also die Arten und Weisen unseres Verhaltens, die darauf zurückzuführen, das heißt ein mehr oder weniger in unserem Verhalten, das darauf zurückzuführen ist, dass halt der Staat interveniert und Inflation erzeugt. Und das führt uns halt eben zu der Frage, was ist eigentlich Inflation? Und in der Tat gibt es ja ganz verschiedene Definitionen und als Definition betrachtet sind sie alle gleich nützlich. Sie beschreiben halt verschiedene Phänomena. In der Geschichte des ökonomischen Denkens können wir im Großen und Ganzen drei Definitionen unterscheiden. Die erste ist die Definition der Currency-Schule, die ich vorhin bereits indirekt erwähnt habe. Nicht der Currency-Schule zufolge gibt es so etwas wie eine natürliche Geldproduktion und dann eine darüber hinausgehende, auf Zwang zurückführende oder auf Betrug zurückzuführende Geldproduktion, die halt eben eine künstliche Produktion ist und die halt dann Inflation genannt werden kann. Inflation in diesem Sinn ist also eine künstliche Ausweitung der Geldmenge.
Dann gibt es eine zweite Definition, die im Zusammenhang mit dem Denken der Banking School gesehen werden kann. Der Banking School zufolge ist eine Inflation dann gegeben, wenn die Geldmenge über die Nachfrage nach Geld hinaus ausgeweitet wird. Das heißt also, letzten Endes, ich will jetzt nicht auf die technischen Einzelheiten eingehen, aber letzten Endes wird von einer Inflation dann gesprochen, wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt. Das wäre also inflatorisch, während ein Zurückgehen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage deflatorisch wäre. Und schließlich die Definition, die heute am meisten verwendet wird, in volkswirtschaftlichen Lehrveranstaltungen, das ist halt die, sag ich mal, keynesianisch inspirierte Definition, die in Inflation eine dauerhafte Erhöhung des Preisniveaus erblickt. Wenn wir über Inflationskultur sprechen, können wir in verschiedener Weise an jede von diesen Definitionen anbinden, und das beabsichtige ich auch im Folgenden zu tun. Was ich aber zuerst hervorheben möchte, ist, dass Inflation insbesondere in dem fundamentalen Sinne der Currency School, das heißt eine künstliche Ausweitung der Geldmenge, ein sehr altes Phänomen ist. Und genau weil es halt eben ein so altes Phänomen ist, etwa 200 Jahre alt, vielleicht sogar noch ein bisschen älter, gerade weil es so alt ist, hat es eine kulturelle Auswirkung gehabt. Wenn Interventionen nur kurzfristig stattfinden, momentan einige Jahre, vielleicht sogar nur einige Monate, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Verhalten der betroffenen Menschen nachhaltig prägt. Aber wenn Sie eine Intervention haben, das ständig stattfindet, über Generationen hinweg, dann formt es nicht nur das Verhalten, also die Art und Weise, wie man bestimmte Probleme angeht, bei der betroffenen Generation, halt eben auch bei der nachfolgenden Generation, die eben von den Eltern herangezogen wird in der Anpassung an diese Gegebenheiten. Nun, monetäre Inflation, wenn wir jetzt nur auf die Verbraucherpreise schauen, ist in der Tat ein Kennzeichen unserer Zeit. Wir haben hier also Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich über einen sehr langen Zeitraum. Das ist eben sehr schön, da mit den Daten vom Vereinigten Königreich zu arbeiten, weil man eben diese sehr, sehr langen Zeitreihen hat, auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten. Und wir sehen also hier eine schöne Geschichte, wir scheinen also eine unglaublich lange Phase der Preisstabilität zu haben. Da bewegt sich ja fast nichts, bis etwa zu Anfang der 70er Jahre, und dann auf einmal haben wir so diesen Hockeyschläger-Effekt, nicht? Also wie bei der Erderwärmung. Das geht dann auf einmal hoch, nicht? So, jetzt sind also diese, sehen, also hier habe ich keine logarithmischen Maßstab angelegt, und insofern ist das halt eben ein bisschen verwirrend, weil man halt die Veränderung halt dann hier nicht richtig zum Ausdruck kommt. Man muss also hier den das sage ich Ihnen dann später, kommt jetzt noch nicht. So, wir haben also hier Preisniveauveränderung. Man hat also den Eindruck, also was sich jetzt wirklich verändert, ist vergleichsweise kurzfristiger Art, also in den letzten 40 Jahren oder so. Davor lange Zeit Ruhe. Was sich aber unter dieser Oberfläche der Preise halt verbirgt, sind halt eben die Veränderungen der Geldmenge. Und die haben sich in der Tat schon seit sehr langer Zeit verändert. Wir haben also hier diese sehr schönen Daten, die Datenqualität ist nicht so gut wie für das 20. Jahrhundert, aber es gibt uns doch so einen Anhaltspunkt. Die Veränderung der Geldmenge M1 in England und Wales ab der glorreichen Revolution 1689 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und was wir hier sehen, ist auch so eine exponentielle Entwicklung. Sehr interessant. Nicht? Das heißt also, die starke Entwicklung der Geldmenge ist nicht etwas, was jetzt nur das 20. Jahrhundert kennzeichnet, sondern was älter ist. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, glaube ich, jawohl, ist also hier einen logarithmischen Maßstab angesetzt, wo der uns also eben zeigt, wie die Veränderung der Geldmenge im Laufe der Zeit ist. Und wir sehen hier eine beinahe lineare Beziehung, nicht? Ab der glorreichen Revolution. Das ist relativ, die Kurve ist relativ flach, sag ich mal, bis zum Jahre 1775 etwa. Aber dann nimmt sie eine Steigerung an, die also etwa 3% jährliche Erhöhung der Geldmenge entspricht. Und diese 3%ige Erhöhung, meine Damen und Herren, sind im Wesentlichen auf monetären Interventionismus zurückzuführen. Wenn Sie das interessiert, kann ich das nachher noch beantworten, was genau da stattgefunden hat. Aber es ist halt eben der Fall. Was halt hier im 19. Jahrhundert stattfindet, ist eine starke Erhöhung
des Depositenbankwesens, das heißt der Teilreservebanken, die halt alle anderen Geldarten aus dem Markt drängen, okay, und die Geldmenge halt nachhaltig erhöhen. Dies alles in einem Umfeld, in dem die Preise selber stabil bleiben. Das heißt, wenn man nur auf die Preise schaut, sieht man diese untergründige Entwicklung nicht. Und dennoch hat diese untergründige Entwicklung das Verhalten der Briten nachhaltig geprägt bis zum heutigen Zeitpunkt. In Deutschland haben wir eine ähnliche Entwicklung, also ähnlich signifikant auch im 19. Jahrhundert. Wir sehen also, dass Anfang der 30er oder Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts die Giralgeldmenge im Verhältnis zum metallischen Grundgeldstock etwa 10 oder 20% betrug und am Ende halt mehr als 700%, das heißt siebenmal die metallische Grundgeldmenge. Also eine sehr, sehr signifikante Erhöhung und man, natürlich immer vor dem Hintergrund, dass auch in Deutschland wie im Vereinigten Königreich die Banken auf einer Teilreservebasis eben operierten, was mal auch hier zum Ausdruck kommt. Ja, so was wir auch eben in Deutschland trotz der relativ stabilen Verbraucherpreise über das Jahrhundert hinweg dieser unterschwellige ständige Ausweitung der Geldmenge hatten. Jetzt also hier der Log-Maßstab für die Entwicklung der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich und wir sehen also hier was relativ interessant ist, dass also die Stabilität anhält bis ziemlich genau bis zum Jahre 1900. Und dann gibt es einen leichten Anstieg, nicht? Also das nimmt man ja praktisch kaum wahr, nicht? Das hier, da fängt es dann so leicht, aber Sie sehen, das ist nachhaltig. Vorher, das gab es immer so ein Auf und Ab. Und dann fängt das so, ziemlich genau mit dem Jahr 1900, fängt das an, auf einmal ständig, aber ganz, ganz leicht zu steigen. Und dann kommen die Kriegsjahre, starke Erhöhung der Geldmenge, so Kriegsfinanzierung. Und dann versuchen die Briten das, was sie bereits hier gemacht hatten, sehen Sie, da sind auch nicht die Preise ganz stark also relativ stark angestiegen, weil die Geldmenge ausgeweitet wurde zur Kriegsfinanzierung gegen Napoleon. Und dann ist das wieder runtergegangen. Und hier also viel dramatischer Anstieg. Und die Briten versuchen also, wie 100 Jahre zuvor, auch wieder auf das alte Preisniveau, die alte Konvertibilität, Goldkonvertibilität des Sterling zu erreichen. Ein ganz brutaler Prozess, weil man halt die Wirtschaft durch die deflationäre Anpassung da zwingt. Deflationäre Anpassung, ich selber bin der Sache grundsätzlich sehr offen gegenüber, ich empfehle das auch von Zeit zu Zeit, aber ich meine, dass die deflationäre Anpassung umso besser ist, je schneller sie vor sich geht. Das ist da so die Folter, nicht? Also das ist so oder das Nagelbrett, nicht? Auf dem man da die Leute so langsam reinwälzt. Ja, ist also besser, wenn das schnell geht. Ich komme noch zurück. So, und dann passiert halt etwas. Nicht so, hier ab Ende der 30er Jahre, Kriegsvorbereitung und so weiter, und dann fangen also die Preise an zu steigen und es sollte nie mehr enden. Nicht? Das geht dann also ununterbrochen weiter und Sie sehen also hier, von hier nach hier, das ist also eine Verdopplung des Preisniveaus, dann von hier nach hier ist auch eine Verdopplung des Preisniveaus, von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier. Sie sehen also, der Zeitraum, in dem sich die Preise verdoppeln, wird immer kürzer. Okay? Das ist etwas, was wir jetzt seit 70 Jahren oder 80 Jahren im Vereinigten Königreich haben. Und was dann also sicherlich eine Realität ist, an die sich zwei oder drei Generationen von Briten angepasst haben. Und diese Anpassung, das ist das, was uns interessiert, wenn wir von der Inflationskultur sprechen. Das ist also der Fall, auf den ich mich konzentrieren würde. Man könnte schon bereits hier nicht von dieser Anpassung hier sprechen, die entsteht, wenn wir haben ja gesehen, dass hier die Geldmenge da gewachsen ist in diesem Zeitraum, ist noch was anderes. Verbraucherpreise in den USA recht ähnlich, sehen hier nur bis 1970 und man sieht also, mein Amerika, das ist ja eine unglaubliche Stabilität, aber letzten Endes sind hier logarithmischer Maßstab, so, also hier sind wir etwa bei 50, nicht? Ich glaube Januar 74 ist 100. Also die Preise haben sich verdoppelt zwischen 1900 und 1970, nichts im Vergleich zu Großbritannien, aber immerhin auch hier, sehen Sie, die Amerikaner hatten da hier einen Krieg gegen die Briten, danach sind die Preise wieder zurückgegangen, dann gab es hier den Sezessionskrieg, auch danach die Preise wieder zurück, Erster Weltkrieg, die Preise wieder zurück. Nicht? Das war so die Realität, die die Welt von gestern, wie Stefan Zweig mal sagte, geprägt hat. Die alte Wirtschaftsmentalität, die alte Wirtschaftskultur, also immer die Idee, man kommt da wieder zurück zu einer Stabilität in Geldsachen. Und auch die Amerikaner verabschieden sich also davon,
mit den 30er Jahren. Und das sind also die Verbraucherpreise dann in Amerika in der Nachkriegszeit. Nicht? Und hier dann halt eben wieder logarithmisch, sehen also hier zwischen 67 und 77 die Preise verdoppeln sich, dann zwischen 77 und 87 verdoppeln sie sich. Und jetzt hat das ein bisschen länger gedauert, bis sie sich verdoppeln. Warum? Weil glücklicherweise die Chinesen uns davor gerettet haben, dass die Preise zu stark steigen. Die Chinesen haben freundlicherweise es für uns übernommen, viele schöne Konsumgüter zu produzieren. In Deutschland, die Tendenz ist also die gleiche. Da haben wir nicht so schöne lange Zeitreihen, aber für die Nachkriegszeit ist der Fall ziemlich klar auf der Hand. Sie sehen also hier, das ist 100, das ist 10, also hier sind wir bei etwa 20, nicht? Also die Preise in Deutschland haben sich in der Nachkriegszeit den offiziellen Zahlen zufolge, wir diskutieren jetzt hier keine Datenqualität, verfünffacht. Und in Amerika halt eben verzehnfacht. Okay, was sind also die Folgen, die sich daraus ergeben? Hier sind folgende Aspekte zu unterscheiden, meine ich. Zunächst einmal gibt es allgemeine Folgen einer Aufblähung der Geldmenge. Zum Beispiel eine Folge ist, weil sie im Rahmen dieses Seminars wiederholt betont wurde, dass es Umverteilungseffekte gibt. Also es gibt also, wenn Sie ständig die Geldmenge halt aufblähen, schon während des 19. Jahrhunderts, obwohl es halt keine Preisniveausteigerung gibt, kommt diese Geldmengenerhöhung kommt letzten Endes immer den gleichen Gruppen zugute. Nicht? Und dadurch entsteht halt so etwas wie eine gesonderte Kaste innerhalb der Gesellschaft, also nicht vollkommen, aber in gewissem Maße, weil sie halt ein Einkommen bezieht, das kein Markteinkommen ist, sondern aus der Intervention entspringt. Nicht? Und das prägt halt die Herausbildung von Kodizes oder Verhaltensweisen, die anders sind als im Rest der Gesellschaft. In der Tat können wir solche Verhaltensweisen bei britischen Bankiers halt eben finden, die also in gewisser Hinsicht anders sind als das, was wir in der Industrie finden. Dann haben wir besondere Folgen der modernen Währungsinstitutionen. Monetäre Interventionen können auf verschiedene Arten und Weisen durchgeführt werden. Es ist möglich, auf verschiedene Arten und Weisen die Geldmenge aufzublähen. Was unsere Gegenwart prägt und geprägt hat in den letzten 200 Jahren, sind folgende Institutionen. Das Teilreservebankwesen ist uns also gut bekannt. Dann die Institution der Kreditexpansion. Das ist nicht das gleiche wie Teilreservebankwesen. Kreditexpansion bedeutet, dass das zusätzliche Geld, das ich sozusagen aus dem Nichts erzeuge, nicht einfach ausgegeben wird, sondern verliehen wird. Okay? Also wenn Sie eine Bank haben, eine Teilreservebank, dann können Sie ja sozusagen, sagen Sie mal, zum Beispiel Banknoten schaffen, die also sozusagen bei Ihnen selber dann eingelöst werden können gegen Gold oder gegen Silber. Und diese Banknoten, die wurden in den letzten 200 Jahren in der Regel verliehen. Heute werden diese ganzen Geldsubstitute werden verliehen. Die Bank gibt das nicht einfach aus, sondern sie verleiht. Aber es war nicht immer so und es ist nicht notwendigerweise so. Die Bank kann es auch einfach direkt ausgeben. Wir haben einen Bankier, der schreibt seine eigenen Banknoten, der schreibt die und dann gibt er die aus, dann tauscht die ein. Das ist mal mein Traum, ich mache das mit meinen Studenten. Ich schreibe meine eigenen Hülsmanns, dann sage ich, hier, sie bearbeiten jetzt ein Jahr für mich, hier drei Hülsmanns, sie können das dann hinterher gegen wertvolle Dinge einlösen. Hat noch keiner angenommen, soweit. Also ist ein gewisser gesunder Menschenverständnis noch da. Nicht? Also der Punkt ist, das Teilreserveprinzip bedeutet, ich bin verschuldet in einem Umfang, der ein Mehrfaches dessen ist, was ich in der Kasse halte. Und aus der Kasse kann ich halt eben diese Schuldtitel da halt eben einlösen. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass halt diese Titel, wenn sie zuerst ausgegeben werden, auf dem Primärmarkt sozusagen nicht, dass sie halt da verliehen werden. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben es heute, und das ist also wichtig, dass wir Kreditexpansion haben. Mises nannte das die bankmäßige Inflation. Ich habe das dann neulich in unserem Mises-Buch, was wir gemacht hatten, hatte ich das auch betont. Das hat der Lektor hat das Wort nicht verstanden. Weil dieses Wort auch ungewöhnlich ist. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht, dass Mises verwendet das Wort. Das ist die bankmäßige Ausgabe von Geldsubstituten. Dann gibt es auch die nicht bankmäßige. Das heißt, ich gebe es direkt aus oder ich verschenke es.
Der Lektor hat es nicht verstanden, der hat mich dann korrigiert. Also so ein unsinniges Wort, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Wort das war. So wie, weiß nicht mehr. Das ist also untergegangen da im Lektorat. Naja, vielleicht gibt es noch eine zweite Ausgabe. Nicht, also Kreditexpansion und natürlich Zentralbanken betreiben auch Kreditexpansion. Nicht? Die Zentralbanken können ja auch das Geld einfach nehmen, sie schmeißen die Druckerpresse da in Gang oder schaffen Giralgeld und reichen das gleich rüber zum Finanzministerium. Warum verleihen? Nicht? Das ist auch der Plan von Madame Le Pen in Frankreich. Das ist ihre Lösung der Finanzprobleme des Landes. Warum soll der Staat sich verschulden? Wir haben doch die Banque de France. Die wird jetzt einfach aus dem Eurosystem rausgenommen, die wird nationalisiert und dann sagen wir, ja, setz mal die Notenpresse in Gang und dann nichts Schulden mehr, sondern hier direkt Lastwagen voll machen und rüberschicken zum Finanzministerium. Voilà, haben wir das gelöst. Ja, und in Amerika, die Finanzgenies in Washington, die sind auf die gleiche Lösung gekommen, das war dann vor anderthalb Jahren, etwa vor zweieinhalb Jahren, da ging es dann um die sogenannten Platinum-Münzen. Ja. Ja, genau, die 1 Billion Platinum-Münzen. Man kann ja den Nennwert beliebig machen, sie machen einfach ihre kleine Platin, mein Deutsch verflüchtigt sich, die Platin-Münze, nicht? Und da schreiben sie drauf 1 Billion Dollar Nennwert. Und dann tauscht halt die Zentralbank das ein gegen alle Schuldtitel, die die Vereinigten Staaten, denen die ausgesetzt sind. Problem gelöst. Genial. Okay. Ja, also wie gesagt, die Sache kann so gehandhabt werden. Ne? Und dann bringe ich das auch immer offen meinen Studenten und dann frage ich sie, was ist also, warum machen wir das nicht? Und dann gucken sie mich ganz unglaublich an. Ja, warum mache ich nicht? Ja. Und dann, aber wenn ich dann sage, Madame Le Pen ist dafür, ja, dann wird die Sache da das verdächtig. Ja, kann da vielleicht irgendwas nicht stimmen. Ne? Ja, vielleicht gibt es wichtigere Sachen im Leben als das Lösen von Finanzproblemen. Nicht? Also zum Beispiel, dass man irgendwie in einer freien Gesellschaft lebt. Vielleicht ist das eine kleine Erwägung, die irgendwie auch in unseren Überlegungen eine Rolle spielen könnte. Nicht? Denn wenn wir einfach dem Staat sagen, du kannst dein ganzes Geld drucken, wie du es möchtest und gibst einfach aus, dann haben wir keine Kontrolle mehr, haben wir keine limitierte Regierung, keinen limitierten Staat mehr. Dann macht er mit uns im sprichwörtlichen Sinne, was er will. Im Moment kommen glücklicherweise die Haupteinnahmen des Staates immer noch aus Steuern. Nicht? Und da ist er halt gezwungen, wenn er ganz dramatische Ausgabenerhöhungen anvisiert, dann muss er halt dann ab und zu vielleicht mal die Bevölkerung fragen. Oder müssen die Parteien sich da zur Wahl stellen und sagen, ja, wir wollen die Steuern jetzt um 20% erhöhen. Und dann sehen wir mal, wie die Mehrheit der Bevölkerung, wo die ist, die da dahinter steht. Nicht? Aber wenn der Staat sich das Geld einfach drucken kann, dann können wir eigentlich auch die Wahlen vergessen. Nicht? Warum noch wählen? Tja. Und letzten Endes haben wir dann halt eben immaterielles Zwangsgeld, nicht? Das ist also auch eine grundlegende Institution, die nicht das 19. Jahrhundert, aber doch große Teile des 20. Jahrhunderts und natürlich die letzten 40 Jahre geprägt hat. Und aus diesen Institutionen entspringen halt besondere Folgen. Nicht? Also insbesondere die Schuldenproblematik, nicht? Wenn Geld halt eben verliehen werden muss, dann werden halt besondere Anreize geschaffen, indem man halt besonders günstige Kreditkonditionen bietet, niedrige Zinsen, lange Laufzeit, geringe Kreditgarantie, Kreditbesicherung niedriger Qualität, nicht, sie kommen dann mit ihrem Fahrrad an, was weiß ich. Da kann man halt die Leute dazu bringen, halt sich zu verschulden, um ihre gegenwärtigen Ausgaben zu tätigen. Und unter anderem eben auch starke Anreize schaffen, insbesondere für Unternehmer, nicht, die halt aufgrund der Notenpresse oder der ex nihilo Gelderzeugung durch Teilreservebanken Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Konkurrenten halt erzielen können. Nicht? Und das ist die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Die zeigt sich nicht, wenn man nur auf das Preisniveau guckt, aber das ist in der Tat die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Nicht? Der zunehmende Gebrauch von Krediten zur Finanzierung der Produktion wurde von den Banken als großer Vorteil halt natürlich dargestellt, von den Interessierten und kaum in Frage gestellt. Ja, aber die Sache ist meines Erachtens ja nicht ohne weiteres offensichtlich, es ist keine Evidenz, die aus dem Licht springt. Und ich sage mal, wenn wir alle daran interessiert sind, irgendwelche Häuser zu kaufen und dann gibt es keine Kredite, dann müssen wir alle sparen, bis wir halt in der Lage sind, die Häuser zu kaufen, dann regelt sich der Preis in einem gewissen Niveau. Und jetzt auf einmal die Möglichkeit für jeden von uns besteht, Kredite aufzunehmen, ja, dann ist natürlich
der Wettbewerb wird verschärft, aber um die bestehenden Häuser, die Häuser haben sich nicht vermehrt. Was wir jetzt haben, ist größere Mengen von Zahlungsmitteln, nicht? Und dadurch, dass jeder von uns gerne der Hauseigentümer oder zumindest der Hausnutzer sein möchte, sind wir halt dann vielleicht auch willens, uns zu verschulden, um das schöne Häuschen da zu kaufen. Nicht? Aber die Lage insgesamt hat sich nicht verbessert. Was sich verändert ist, dass wir halt bemüht sind, die Häuser sofort zu kaufen, statt erstmal zu sparen und eventuell zu kaufen. Und was sich ändert, ist, dass die Preise sehr viel höher sind, zu denen Häuser halt getauscht werden im Vergleich zu Geld. Nicht? Die gesamtwirtschaftliche Verbesserung nicht ohne weiteres. Also diese Veränderungen finden dann statt bereits im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert und dann insbesondere ab den 30er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann halt eben auch zu einer ständigen Preisinflation. Und auch die ständige Preisinflation führt wiederum zu besonderen Folgen, die einer näheren Betrachtung verdienen. Es war keine dramatische Preisinflation, keine Hyperinflation, aber eine schleichende Preisinflation, wie ich Ihnen vorhin bereits zeigte. Also ständige Erhöhung der Preise in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in allen Ländern. Was sind die Folgen einer solchen absehbaren, schleichenden Preisinflation? Das ist also der Fall, auf den ich mich jetzt hier konzentrieren möchte, damit wir, weil meine Absicht weiterhin gut ist, damit wir noch dazu kommen, vielleicht ein bisschen zu diskutieren und die ganze Sache nicht künstlich in die Länge gezogen wird. Also auch hier gibt es verschiedene Ursachen und Wirkungskanäle. Ich möchte vor allen Dingen diejenigen Kanäle betonen, die mit der allgemeinen Schuldenwirtschaft zusammenhängen, die aus der schleichenden Preisinflation entsteht. Folgende. Wir haben natürlich Schuldenwirtschaft durch die Tatsache, dass wir Teilreservebanken haben. Das sind also das Schulden der Banken gegenüber den Besitzern der Sichtkonten. Wir haben das Prinzip der Kreditexpansion. Also neues Geld wird nicht einfach verschenkt oder direkt getauscht, sondern verliehen. Also auch da Schulden. Nicht? Also der Bankkunde ist der Bank gegenüber verschuldet. Das ist also Schuldenwirtschaft. Aber selbst wenn wir das nicht hätten, sondern einfach nur eine ständig absehbare schleichende Preisinflation, würde es sehr starke Anreize zur Verschuldung geben. Das heißt, selbst wenn wir einfach von den Zentralbanken kein Geld verleihen würde, sondern einfach das Geld direkt ausgeben würde oder uns allen, wie das ja von allen heute vorgeschlagen wird, direkt einfach 1.000 Euro jeden Monat aufs Bankkonto überweist, nicht? Ah, das ist eine ganz tolle Idee. Selbst in diesem Fall gibt es also keine Schulden. Wir sind der Bank gegenüber nicht verschuldet. Wir sind einfach Empfänger eines Geschenks, eines Geldgeschenks jeden Monat. Und es wird uns von uns natürlich erwartet, dass wir unsere Bürgerpflicht tun und schön Geld ausgeben. Nicht? Dadurch wird ja alles besser. Selbst es in diesem Falle, ja, dann würde es, gibt es also keine Schulden, aber es gibt an sich erstmal keine Schulden, aber die Preise würden ständig steigen, wenn die Geldgeschenke nur groß genug sind. So, wenn die Preise ständig steigen, dann gibt es natürlich gesonderte Anreize dazu, sich zu verschulden. Wenn ich mich in der Gegenwart zu einem festen Zinssatz verschulden kann, dann sinkt die Last des Schuldendienstes in meinem monatlichen Budget im Zeitverlauf. Im Zeitverlauf, wenn die Preise laufend steigen, dann, also im statistischen Durchschnitt steigen alle Preise, wenn alle Preise steigen, steigen alle Einkommen. Einkommen sind nichts anderes als Preise, multipliziert mit den Mengen, die wir also da bieten. Das heißt, mein Einkommen, mein Geldeinkommen wird im Laufe der Zeit, im Durchschnitt, muss nicht in jedem Einzelfall zutreffen, wird im Laufe der Zeit steigen. Das heißt, der Schuldendienst, zu dem ich mich verpflichtet habe durch den ursprünglichen Kreditvertrag, der wird immer geringer im Laufe der Zeit. Okay. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nur einen weiteren Gedanken, eine weitere Klammer, wenn wir jetzt an diese Reform denken, die von einigen angedacht wird, wir schaffen ein sogenanntes Vollgeldsystem. Also, Geld wird einfach nur noch, es wird nicht mehr als Kredit verliehen, sondern wird einfach direkt ausgegeben. Das ist also ein Aktivum, es ist nicht mehr ein Schuldtitel aus Blickwinkel der Zentralbank. Und wir betreiben aber das weitere geldpolitische Ziel, das bis jetzt schon gilt, nämlich die Erzielung einer ständigen Preisinflationsrate von 2%, was das Eurosystem anstrebt, dann könnten wir nicht verhindern, dass es zur Entstehung einer allgemeinen Schuldenwirtschaft käme.
Aus den genannten Gründen. Nicht? Man verschuldet sich in der Gegenwart zu festem Zinssatz, weil der Schuldendienst immer geringer wird. Das ist also der Hebeleffekt, der sogenannte Hebeleffekt der Schulden. Und dieser Hebeleffekt bringt also günstige Wirkung für alle verschuldeten Sektoren. Nicht nur für Haushalte, sondern auch für Firmen und auch für den Staat. Haushalte haben wir gerade besprochen, Firmen ist das Gleiche, ich verschulde mich jetzt zu festem Zinssatz, meine Umsätze werden im statistischen Durchschnitt steigen, nicht unbedingt, nicht nur, weil ich viel, viel bessere Produkte verkaufe, sondern einfach, weil die Preise allgemein steigen, also steigen meine Umsätze. Also habe ich Interesse, mich per Kredit zu finanzieren. Der Staat hat das gleiche Interesse, weil er erwarten kann, dass seine Steuereinnahmen in der Zukunft steigen werden. Okay? So, was sind nun die Folgen, die sich aus der allgemeinen Schuldenwirtschaft ergeben? Eine erste Folge, es gibt jetzt hier keine strenge, ich liste einfach mal ein paar Folgen auf, und es gibt keine strenge logische Reihenfolge hier, aber ich versuche ungefähr so eine kleine Reihenfolge da reinzubringen. Also eine grundsätzliche Folge ist, dass auf Seiten der Bürger nun eine zunehmende Einkommensorientierung eintritt. Als Schuldner muss ich dazu sehen, dass ich ständig Einkommen habe, mit dem ich den Kredit bedienen kann. Wenn ich keine Schulden habe, dann kann ich zur Not auch mal, ich habe ein paar Ersparnisse, dann arbeite ich halt dann ein halbes Jahr nicht oder ein Jahr nicht oder ich gehe ein bisschen mehr Golf spielen oder ich arbeite Halbzeit oder wie auch immer. Als Schuldner, da habe ich halt gerade am Anfang, ich bin bis über die Decke verschuldet, dann muss ich das Einkommen rankarren, um diesen Kredit zu bedienen. Nicht? Und das spielt halt eben eine vorrangige Rolle gegenüber allen anderen Arten und Weisen, wie ich meine Zeit auch verbringen kann. Es ist also ein stärkerer Materialismus, also monetäres Einkommen, stärkerer Materialismus spielt eine Rolle. Denken Sie auch an, naja, ich komme da gleich nochmal drauf. Unersättlichkeit. Die normale, das ist ein normales Verhalten in einer Wirtschaft, in der es keine ständige Schuldenwirtschaft gibt, ist, dass Ersparnisse aufgebaut werden zur Befriedigung künftiger persönlicher Bedürfnisse. Also ich möchte meinen Lebensabend finanzieren, ich möchte die Studien meiner Kinder finanzieren, ich möchte vielleicht meinen Kindern irgendwelches Geld hinterlassen. Das sind also persönliche Projekte. Und dann Ersparnisse können natürlich auch als Einkommen, als Basis von Einkommen dienen. Ich investiere in Finanzanlagen und erziele halt ein Zinseinkommen daraus. So, der Punkt ist jetzt in einer Wirtschaft ohne Inflation, ohne monetäre Intervention, da würde ein ständig zunehmendes Sparvolumen würde unweigerlich dazu führen, dass halt dass der Kapitalertrag sinkt. Ja. Natürlich ceteris paribus, wie immer. Nicht? Es kann natürlich andere Ereignisse gleichzeitig geben, die das neutralisieren oder überkompensieren. Es kann neue Erfindungen geben, was weiß ich, mit starkem Kapitalbedarf. Dann ändert sich die Sache. Aber die allgemeine Tendenz ist, je größer die Ersparnisse sind, desto geringer ist der Kapitalertrag. Und deshalb, desto geringer ist der Sparanreiz aus diesem Grund. Das heißt, sobald dann irgendwann mal meine persönlichen Vorhaben, ich dann in Angriff genommen habe, erfüllt sind, dann werde ich mir überlegen, okay, was machst du jetzt mit deinem Einkommen? Okay, ich werde da vielleicht mehr Geld ausgeben für Konsumgüter oder ich werde dann halt philanthropisch tätig. Nicht? Oder auf jeden Fall diese ganzen monetären Aspekte des Lebens werden eine sehr viel geringere Rolle spielen. In einer Schuldenwirtschaft ist es gerade für denjenigen, der bereits relativ wohlhabend ist, der also über großes Sparvolumen verfügt, ist es besonders attraktiv, sich weiterhin zu verschulden, weil er besonders viel Kreditbesicherung vorlegen kann. Er kann also diesen Hebeleffekt, der grundlegend ist, kann er in viel stärkerem Maße nutzen als andere Personen, die sehr viel geringeres Einkommen, sehr viel geringeres Vermögen haben. Das heißt, statt dass diese Person, das wohlhabende Person, irgendwann mal sagen, okay, es gibt halt keine Verwendung mehr, um das Geld halt zu investieren, also fange ich halt eben das an, dafür meinen persönlichen Konsum auszugeben oder philanthropisch oder für Sport, Altruismus und wie auch immer. Dann fängt man halt eben an, gerade je reicher, je wohlhabender man ist, je größer das Einkommen ist, je mehr kann ich den Hebeleffekt benutzen und spielen. Das heißt, der Sättigungseffekt,
der unter anderen Umständen, unter normalen Umständen eintreten würde, tritt hier nicht mehr ein. Das kommt dann zu unersättlichem Verhalten. Sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf kollektiver Ebene. Ein bekannter Umstand, an sich sehr skandalös ist, der Ökonom wohl bekannt ist, ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Netto-Kapital-Importeure sind. Eines der reichsten Länder der Welt importiert Kapital aus Afrika, Südamerika und aus Asien. Das ist ein Wahnsinn. Nicht, wenn man sich das überdenkt. Eigentlich müsste Kapital dahin fließen, wo es noch nicht so reich vorhanden ist. Aber Amerikaner haben bereits die größten Kreditbesicherungsmöglichkeiten. Sie haben eine Kreditkultur, die sehr alt ist. Bei Amerikanern, das ist eine ganz andere Geschichte noch, aber das fängt schon im 18. Jahrhundert an, nicht? Diese ganze Kreditgeschichte. Das ist eine ganz lange Kultur. Nicht? Und die spielen das aus. Ohne bösen Willen. Nicht? Einfach weil die Anreize da sind, in einer solchen Umgebung, wo die Preise ständig steigen, da spielt man diesen Hebeleffekt. Hast, um den Hebeleffekt vollkommen zu nutzen, ist es günstig, sich relativ frühzeitig zu verschulden. Um zu investieren, zum Beispiel Lebensversicherung, das wird in jede Lebensversicherung sagen, ne, dann hat man diesen Compound Interest Effekt, wie heißt das auf Deutsch, den Zinseszinseffekt, nicht? Der ist halt eben besonders stark, wenn man, je früher man anfängt. Nochmals, nicht? In einer Wirtschaft ohne monetären Interventionismus würden die Kapitalerträge sinken, je stärker die Ersparnisse sind. Das heißt, der Zinseszinseffekt würde immer schwächer werden. Aber in unserer Wirtschaft passiert das nicht. Ja? Beziehungsweise die Zinsen sind vielleicht nicht besonders hoch, aber man hat einen Hebeleffekt. Ja? Also beeilt man sich, möglichst schnell den Zug zu machen. Ja? Dann ist sich eben nicht Zeit. Man beeilt sich, das Einkommen zu erzielen und so weiter. Es gibt halt wenig Zeit für verschiedene Arten und Weise, selbst wenn man diesen Mechanismus voll erfasst. Nicht? Ich an sich glaube, ich bin nicht besonders hyperaktiv, aber wahrscheinlich bin ich ziemlich hastig in den meisten Sachen, die ich mache. Also viele Sachen, zack, 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 schnell. Und das ist, selbst wenn man diesen Mechanismus kennt, als ob man sich als Arzt selber diagnostiziert, nicht? Und dann sagt man, ja, mein Lieber, du bist da ein Opfer der Inflationskultur. Ne? Ja, und das ist so. Eine weitere Folge, sehr, sehr wichtig, sind die sogenannten Rationalitätsfallen. Habe ich vorhin in der Pause mit einigen jüngeren Teilnehmern darüber gesprochen. Da ging es also um die Frage, die Misesche Krisentheorie, wie ist das denn jetzt, wenn man also den Mechanismus kennt, warum täuschen sich die Unternehmer dann eigentlich noch? Nicht? Warum sollten die, das ist genau wie mit der Sonnenflecktheorie, wenn man erstmal weiß, okay, Sonnenflecken führen dazu Missernten oder wie immer, warum sollte man dann noch überrascht sein? Warum kann man sich nicht von vornherein darauf anpassen? Und eine Antwort ist, dass es aus individueller Hinsicht, das ist ja auch das, was der Mises in dem Zitat, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, was er hervorgehoben hat, aus individueller Sicht ist es rational, sich genau so zu verhalten, weil es ja auch möglich ist, individuell erfolgreich davonzukommen. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich mit einem Ex Nihilo-Kredit finanziert werde, dass unbedingt ich mein Projekt nicht realisiere. Was uns die Theorie sagt, ist, dass es im Aggregat, dass es aus gesamtwirtschaftlicher Hinsicht unmöglich ist, dass alle, die diese zusätzlichen Projekte anfangen, zum Zuge kommen. Aber für einige Individuen mag es sehr wohl der Fall sein. Als Individuum kann ich hoffen, dass ich zu den wenigen Glücklichen zähle, denen es gelingt. Und wenn ich es nicht versuche, das ist vielleicht der böse Nachbar, dem es dann gelingt. Und dann sagt meine Frau, oh, guck mal, der hat ein großes Auto oder der hat ein großes Haus. Warum der und nicht du? Warum haben wir uns nicht verschuldet? Nicht? Es ist also die Rationalitätsfalle, obwohl man den Mechanismus kennt, obwohl man weiß, dass es aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unsinnig ist, dass es zur Verschwendung von Ressourcen führt, ist es individuell, hat man sehr starke Anreize, darauf zu hoffen, dass man zu den wenigen Glücklichen zählt, denen es gelingt, aus der ganzen Sache den Nutzen zu ziehen. Nicht? Es ist wie die Börseninvestoren, die ja versuchen, auf der Bullenwelle da zu surfen und im richtigen Moment abzuspringen. Nicht? Also einigen gelingt es, aber wenn die ganze Welle voll ist, kann es nicht allen gelingen. Nicht? Also, per Definition. Ja. Das ist die Rationalitätsfalle. Und Rationalitätsfallen sind eine typische Konsequenz des Interventionismus.
Mises hat das nicht stark hervorgehoben. Ich bin mir sicher, ich könnte jetzt keine Stelle nennen, wo er es erwähnt hat. Aber rational, Hans Hermann Hoppe hat das gemacht. Die Rationalitätsfallen resultieren aus dem staatlichen Interventionismus. Wenn der Staat anfängt, Bildungsausgaben zu finanzieren, finanziert die Universitäten, wird es also subventioniert, ist künstlich billig. Nicht? Dann weiß jeder, der studiert, sagt, okay, das ist ein ganzes Heer von BWL-Studenten oder von Germanisten, was weiß ich, wir brauchen das alles nicht. Okay, mag schon sein, aber wenn ich das nicht mache, dann gewinne ich keinen Wettbewerbsvorteil oder umgekehrt gesagt, ich erleide einen Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen, die das Diplom haben. Und das zeigen alle Statistiken, dass je mehr Diplome sie haben und je höher die Diplome sind, desto höher ist ihr Einkommen auch. So, das ist richtig. Aber es ist halt eben unsicher aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, es ist eine Riesenmittelverschwendung. Einzelwirtschaftlich hat jeder ein Interesse daran, diese Möglichkeiten zu ergreifen. Nicht? Gleiches für Gesundheitsausgaben und so weiter. Das ist die Rationalitätsfalle. Eine Ausprägung der Rationalitätsfalle ist die willige Knechtschaft, oder das, was Thorsten Polleit die kollektive Korruption genannt hat. Nicht? Wir machen also mit, da bei der Schuldenwirtschaft, nicht, dass es einzelwirtschaftliche Anreize gibt. Und wir hören uns auch ganz interessiert die österreichischen Ökonomen an und die sagen, na, wir brauchen das ja alles gar nicht. Und wenn es dann zur Krise kommt, die Krise ist eigentlich gut, nicht, weil dann fangen die Sachen an besser zu werden. Aber wir wollen das eigentlich nicht, dass die Krise ausbricht, wenn wir gerade stark verschuldet sind. Weil wir dann unser Häuschen verlieren oder wir verlieren unsere Firma, die wir gerade mit einem schönen Kredit finanziert haben. Also hat jeder einzelwirtschaftlich ein Interesse daran, dass sich an den Sachen nichts ändert. Dass also dieses ganze System perpetuiert wird, indem man halt unter diesen Cartillon-Effekten ständig ausgeblutet wird, nicht? Zugunsten derjenigen, die die Erstempfänger, Erstbenutzer des zusätzlichen Geldes sind. Willige Knechtschaft. Das ist vielleicht ein Oxymoron, nicht? Also wie kann willige Knechtschaft sein? Das ist wie ein runder Kreis oder wie ein eckiger Kreis. Letzte Dimension. Ich habe hier gute Vorsätze. Risiko. Man ist also risikoscheu, nicht? Das hängt jetzt zusammen mit dieser Einkommensorientierung. Nicht? Man vermeidet halt Verhaltensweisen, die das eigene, die das Erzielen von Einkommen beeinträchtigen könnten. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Faktor, auch nicht studiert, nicht genügend. Also das ist ein Thema für eine schöne Doktorarbeit. Verstädterung unter dem Einfluss des monetären Interventionismus. Wenn Sie stark verschuldet sind, wollen Sie also alle Vorteile auf Ihre Seite bringen, Sie wollen vermeiden, dass Ihr Einkommen ausfällt, wie können Sie das am leichtesten vermeiden? Ja, indem Sie in eine Agglomeration ziehen, wo Sie beim Verlust eines Arbeitsplatzes relativ schnell einen neuen Arbeitsplatz finden können. Wenn Sie auf dem platten Land leben, dann ist es halt eben schwieriger, nicht da sofort eine neue Stelle zu bekommen. Wenn Sie auf dem platten Land leben, haben Sie auch die ganze Infrastruktur nicht, die Sie da am Laufen lässt. Es gibt vielleicht kein Krankenhaus direkt nebenan und das wird dann sehr, sehr wichtig, weil Sie ja schnell wieder auf die Beine kommen müssen, um Ihr Einkommen ranzukarren. Also ganz starke Anreize zur Verstädterung als risikominimierendes Verhalten und dann eben Desertierung des Landes. Ein anderes, und das ist sehr viel besser bekannt, sind die Finanzderivate. Wenn also die Schuldenwirtschaft steigt, so die Zerbrechlichkeit der Finanzintermediäre zunimmt, dann versuchen halt diese Finanzintermediäre, ihr Portfolio abzusichern. Also eine deutsche Bank wird dann versuchen, okay, ich habe dann also viel Geld verliehen an deutsche Firmen und an deutsche Haushalte, aber dann bin ich halt eben auch den Risiken, die den deutschen Markt betreffen, in besonderer Weise ausgesetzt. Also werde ich versuchen, mich dagegen zu schützen, indem ich vielleicht auch Anlagen woanders in der Welt habe. Jetzt habe ich bloß keine Filiale in Frankreich oder in Spanien und so weiter. Aber ich kann ja über die Finanzmärkte kann ich meine Anlagen swappen, das heißt tauschen. Ich kann die Einkommensströme tauschen. Das ist letztens das, was ein Derivatgeschäft ist, insbesondere Zinsderivate. Nicht? Und das ist da, was wir da beobachten. Nicht? Also das hier sind die Entwicklung der Swap-Geschäfte. Das ist das wichtigste Finanzderivat. Und das Swap-Geschäft dient im Wesentlichen dazu, Risiken zu streuen. Das ist ein Instrument der Risikoverringerung. Es ist also kein Zufall, dass das
Also jetzt im Moment einen nominalen Wert von etwa 400 Billionen, 400.000 Milliarden Dollar hat, ja, weltweit. Also Welt-BIP, Welt-BIP würde etwa so 60, 70 Billionen Dollar sein. Okay, so, hier haben Sie also hier Swap-Geschäfte von 400 oder 450 Billionen Dollar. Okay. Und wie gesagt, dann schlägt man die Hände über den Kopf und sagt, ach ja, wo soll das hinführen, was weiß ich. Ja, aber das ist Teil der sozusagen der Lösung, nicht? Also das an sich ist nicht das Problem, das ist Teil dessen, was das Ganze überhaupt möglich macht. Ja, wenn Sie keine Swap-Geschäfte haben, dann ist es gar nicht möglich, Schulden auf dem gegenwärtigen Niveau anzuhäufen. Aber wie gesagt, sind wir hier wieder im Bereich der Finanz, es betrifft auch ganz andere Phänomene. Wir haben also dann risikoscheues Verhalten in allen anderen Bereichen unseres Lebens ebenfalls. Nicht? Okay. Jetzt habe ich meine guten Vorsätze erfüllt. Es ist 18.03 Uhr und wir haben in der Tat noch ein paar Minuten für Fragen, wenn Sie so wünschen. Okay.